hier mit Leben am Wort gemeint geboten. Ja. Und ich würde sagen, wir folgen dieses Gebot. Versuchen. Ja, genau. Also die Intensität ist unterschiedlich ausgeprägt, je nachdem, mit welchen Dingen ich gerade auch beschäftigt bin. Ob beruflich oder privat, irgendwelche anderen Dinge gerade anliegen. Aber Paulus hat gesagt, es gibt keinen, der ohne Sünde ist. Nicht einen. Ja. Aber Jesus hat gesagt, wenn ich im Himmel bin, dann wenn ich euch den Geist der Wahrheit erinnert, der wird uns befreien von der Bindung an die Sünde. Das heißt, als ich sage, haben wir den Geist der Wahrheit, haben wir den Heiligen Geist empfangen. Jesus hat gesagt, wenn du nicht wiedergeboren bist, aus Wasser und Geist, kannst du nicht in das Reich Gottes kommen. Kennst du das? Ja, kenne ich. Und auf dem Weg bin ich letztendlich. Okay. Ja. Das heißt, du bist getauft und haben den Heiligen Geist empfangen? Ich bin mit 2003 bin ich getauft worden. Also da war ich schon ziemlich erwachsen, beziehungsweise vom Alter her. Also man hatte vorher aber auch keine Berührungspunkte mit dem Evangelium oder mit Jesus oder überhaupt mit Kirche. Also. Und wurden Sie auch richtig getauft? So, ja, hier in dem Becken. Ja, richtig im Becken? Ja, ja, genau. Das ist so. Und ich spüre auch den Geist, den Heiligen Geist. Heiligen Geist auch empfangen. Ja. Und nichtsdestotrotz ist es immer wieder so, dass da auch andere Stimmen sind oder auch andere Dinge mich dazu verleiten, andere Schwerpunkte zu setzen. Ja, ja. Und das meine ich eben damit, ja, ich bin auf dem Weg und wenn ich auf dem Weg bin, merke ich, dass es mir gut tut, aber trotzdem ist es schwierig, mich immer wieder auf diese Schiene zu setzen und die Rahmenbedingungen so eben zu stellen und das auch so ernst zu nehmen, damit es so bleibt. Das heißt, Sie kämpfen noch ein bisschen damit. Immer wieder, ja. Und also Sie wissen auch, also Paulus hat ja sozusagen auch so eine Liste gemacht, die Werke der Finsternis und die Werke des Lichts, also so gegenüber. Wir haben ja alle schon mal das gemacht, was ich da aufgelistet habe. Zum Beispiel haben wir schon mal die Unwahrheit gesagt. Ja. Oder wir haben schon mal über jemand anderen was Schlechtes gesagt. Ja. Oder wir haben vielleicht schon mal jemand was verkauft, was vielleicht nicht mehr gesagt wird. Ja. Haben wir vielleicht auch schon mal gemacht. Nee, nicht vielleicht, das habe ich schon mal gemacht, definitiv. Und früher hätte ich wahrscheinlich nicht darüber nachgedacht. Also ich glaube auch heute, dass es mir immer wieder passiert, die Unwahrheit zu sagen oder nicht so die Wahrheit, die es vielleicht notwendig wäre. Aber dieses Bewusstsein zu haben, dass es eben ein Vergehen ist oder dass es anders sein müsste, die bringt es eben häufiger dazu, das dann auch zu machen. Aber nicht diese 100% Lösung zu erreichen. Aber ich habe eben im Nachhinein für mich ein besseres Gefühl, dass es durch dieses Anleiten oder den Weg zu wissen, eben leichter ist, häufiger das Richtige zu machen. Okay, das heißt, Sie haben die Gebote Gottes sozusagen im Kopf, aber vielleicht noch nicht im Herzen. Wenn Sie im Herzen sind, dann ist der größte Wunsch sozusagen, den Geboten zu folgen. Sie haben sozusagen ein Wissen von den Geboten, aber es fällt Ihnen noch schwer, die 100% sozusagen zu befolgen. Ja. Sie kämpfen noch ein bisschen. Jesus hat, das Problem ist, Jesus ist ja leider sehr strikt, das wissen Sie. Ja. Jesus hat gesagt, ich wünschte, du wärst kalt oder heiß, aber da du weder kalt noch heiß, sondern lauwarm bist, gucke ich dich aus meinem Mund. Ja, mit dem Risiko muss ich rechnen. Und wenn wir mal die Unwahrheit sagen, das kann natürlich passieren, aber wenn wir die Unwahrheit sagen, über andere was Schlechtes sagen und auch bei Verkäufen vielleicht nicht mehr so ganz ehrlich sind, dann sind es in den Augen Gottes Lügner, Betrüger und Letzterer. Mhm. Die Frage ist, würde Gott Lügner, Betrüger und Letzterer in den Himmel setzen? Ja. Und wie ist die Frage? Ja, die Frage. Oder die Antwort. Die Antwort ist natürlich nein. Ja. Weil Gott ist heilig. Gott kann kein, wenn in der Bibel steht, wer ein absolutes Gebot verletzt das ganze Verbrüchen, das ganze Gesetz. Mhm. Also ich glaube, dass Religion so denkt, aber ich glaube nicht, dass Gott so denkt. Ja, ich will das auch. Ja, mag sein, aber ich glaube, ich glaube nicht, dass jemand, der versucht, sich daran zu orientieren, das aber nicht schafft, dass
der gleich in der Hölle landet, beziehungsweise von Gott nicht gewollt ist. Weil das ist mir zu religiös, fanatisch, dogmatisch. Ja. Religion ist etwas, das Menschen gemacht hat. Ja, sehe ich auch so, genau. Aber wir können ja nur davon ausgehen, was in der Schrift steht, was Jesus uns gesagt hat. Und wir müssen davon ausgehen, dass Gott uns die Wahrheit gesagt hat. Dass Gott in der Lage ist, der ist allmächtig, der hat alles erschaffen. Wer in der Lage ist, über sein Wort zu wachen, das ist das, was in der biblischen Welt ist. Das ist keine Anekdote und Märchen. Genauso gut glaube ich aber eben auch, dass wir unvollkommen geschaffen worden sind, dass ich als jetzt als Entschuldigung darstellen möchte. Aber ich glaube, mit dieser Unvollkommenheit ist Gott und Jesus eben auch bewusst, dass wir an vielen Stellen immer noch versagen werden, aber trotzdem auf dem Weg bleiben sollen. Und so verstehe ich ja nicht. Also der Weg kann natürlich schon länger sein, aber Sie haben gerade gesagt, seit 2003, da wurden Sie, sind Sie dort sozusagen, haben Sie Ihr Leben dann auf Jesus vergeben, wenn Sie richtig verstehen, mit der Taufe? Ja, die Frage ist, mit welcher Intensität übergeben. Also ich habe nicht. Das kann ich Ihnen sagen, Sie können das nur vollständig machen. Das geht gar nicht. Doch. Nein, das geht nicht. Müssen Sie sogar. Nein, das geht gar nicht. Und müssen muss ich schon mal gar nicht. Also vom Grund aus her. Gottes müssen Sie. Genau. Also sonst kann er Sie nicht ganz reinmachen. Nein, ich glaube, er begleitet mich auf dem Weg dann. Definitiv, sehe ich ganz anders. Ja, aber das entspricht leider nicht der Schrift, so wie es in der Bibel steht. Ja, bei mir würde es vollkommen reichen, wenn das als Anspruch formuliert ist und ich glaube auch als Endpunkt des Weges, aber dass man nicht am Anfang des Weges die Entscheidung trifft, wie lasse ich jetzt taufen und damit bin ich auch hundertprozentig quasi in der Lage, mein Leben Jesus zu übergeben und allem zu befolgen. Das gibt es, glaube ich. Das ist von mir so gewesen. Ja, in ganz wenigen Ausnahmen, glaube ich. Und Jesus hat gesagt, wenn du nicht wiedergeboren bist aus Wasser und Geist, kannst du nicht ins Reich Gottes kommen. Das heißt, wir müssen sagen, wiedergeboren heißt 180 Grad umkehren. Wir müssen 180 Grad, wir müssen vollkommen gewandelt sein. Wir müssen auf Jesus bitten, dass er uns wandelt, dass er das Böse von uns bekämpft. Ja. Und sonst bleibt es drin. Ja, aber ich bin mit dem Weg, mit dem ich bisher Jesus befolgt habe, auf jeden Fall ein besserer Mensch geworden, als ich das sonst gewesen wäre. Und von daher beruhigt mich eigentlich, wenn ich nach hinten schaue und dann sehe, dass an vielen Stellen tatsächlich dem Weg oder Jesus letztendlich befolgt wird. Ich bin da ein bisschen rein. Ja, aber Jesus hat die Gebote ja sogar noch verschärft. Ja, das ist immer so ein bisschen aus dem Kontext gerissen an manchen Stellen. Da muss man vielleicht auch mal ein bisschen näher. Jesus hat gesagt, kein Sprichlein des Gesetzes wird ungültig bis letzten Zeit zum Ende kommen. Und damit meint er die Gebote Gottes. Also die 10 Gebote und alle Gebote, die Gott in Israel gelten auch für uns. Und Jesus hat das jetzt sogar noch verschärft, könnte man sagen. Er hat gesagt, wenn du auf eine Frau schaust mit Lust, dann hast du schon Ehebruch begangen. Du hast also das Gebot, dein Ehebruch zu beginnen, schon vollendet. Und wenn du auf Hass, mit Hass auf deinen Bruder schaust, dann bist du ein Mörder. So hat er gesagt. Also, das heißt, was wir schon denken, was in unserem Herzen haben, weil Gott guckt ja in unser Herz. Das kann uns schon verurteilen. Damit kann Gott uns schon verurteilen. Das heißt, allein, dass wir es vorhaben, dass wir vielleicht eine Unvergebenheit haben, eine Verbitterung, eine Bitterkeit gegenüber jemandem, kann schon dazu führen, dass wir nicht gerettet sind. Denn Gott hat gesagt, wie soll ich euch vergeben, wenn ihr euch nicht untereinander vergeben? Wir dürfen keine Unvergebenheit. Ja, aber ich bin auf diesem Weg ja nicht vollkommen, wenn ich da von Anfang also an die Sache in der Lage bin. Die Sache ist die, wir sind perfekt, auch als wiedergeborener Christ kann es immer noch mal passieren, dass man vielleicht aus Unachtsamkeit etwas macht, über den Stock fährt oder unbeeignet. Das kann immer passieren. Ja, aber wäre ich ja nach deiner Ansicht, wäre ich ja dann verloren. Nein, die Sache ist die, wir machen keine Willfährdung, keine Absicht. Wir gehen nicht hin und betrinken uns. Wir gehen nicht hin und rauchen oder tun Dinge, die absichtlich Gott verletzen will. Das machen wir also. Das wäre ein Wiedergeborener. Kann immer was, kann immer
immer was passieren, dass man vom Weg abkommt. Aber dann hat Jesus gesagt, ihr sollt Buße tun. Ihr sollt täglich Buße tun. Deswegen hat er das Gleiche der Jungs, der 10 Jungfrauen gehört. Habt immer genug Öl in euren Lampen. Die Jungfrauen, die rausgegangen sind, um den Bräutigam zu empfangen. 5 hatten genug Öl in ihren Lampen, die anderen nicht. Und die sind nicht zurückgekommen. Der Bräutigam, die haben gedacht, der Bräutigam lässt sich Zeit. Also können wir auch hier mal so uns auch Zeit lassen. Aber Jesus hat gesagt, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Keiner kennt die Stunde und keiner kennt den Tag. Ja, aber das, was du sagst, schließt meines Erachtens die Vorgehensweise oder die Ansicht, die ich habe, nicht aus. Doch, das ist fahrlässig. Nee, fahrlässig. Nicht. Das wenn du Sünden begehst, fahrlässig, dann musst du Buße tun. Das unterstellst du mir nicht, dass ich das fahrlässig mache. Das ist gerade. Aber wenn du es willst, also absichtlich machst, Das führt zu einem Verstoß zu gehen und da hat Jesus gesagt, hat seinen Aposteln gesagt, die Aposteln haben es auch gesagt, wenn du nochmal abfällst, nachdem du die Wahrheit empfangen hast, dann ist kein Opfer mehr für dich da, denn du würdest Jesus zum zweiten Mal kreuzen. Das führt in der Bibel. Das heißt, wir sollen keine Hilfe an Jesus mehr tun, denn dann würden wir Jesus zum zweiten Mal kreuzen. Wir können, wenn wir nicht perfekt sind, wir sind natürlich nie perfekt. Wir können immer, das kann immer was passieren. Das, was wir nicht wollten, aber doch irgendwie gemacht haben. Ja. So. Und dann sollen wir Buße tun. Sofort Buße tun. Und deswegen sollen wir genug Öl, das Öl in den Lampen der Jungfrau, steht für Buße tun. Und die da nicht genug Öl bei haben, die haben nicht genug Buße. Ja. Denn also was er damit sagen will, ist tatsächlich so, Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht. Das heißt, wenn wir erwarten ja als Christen die Rückkehr Jesu. Er wird irgendwann zurückkommen. Und er kann heute, morgen oder übermorgen kommen. Er kann vielleicht sogar jetzt in dieser Minute kommen. Ja. Das ist möglich. Keiner kennt die Stunde, keiner den Tag. Nur der Vater allein kennt die genauen Zeiten. Und wenn wir angetroffen werden mit zu wenig Öl, deswegen hat er das gleich nicht erzählt, dann werden wir nicht mitgemacht. Okay, dann bin ich so. Also gibt es meines Erachtens trotzdem zwei Wege. Ich will das nur die Warnung. Ja, aber du lässt mich jetzt auch nicht aussprechen. Doch, also von allem, ich hatte ja gesagt, ich glaube, ich versage an vielen Stellen noch. Ich hatte mir aber nicht unterstellt, dass ich das eben aus Fahrlässigkeit oder mit Vorsatz mache, sondern aus der, ich sag mal, Menschlichkeit heraus. Ja, aber wie ist das? Das ist ja fahrlässig. Ja, lass mich mal wieder ausreden. Und meinst du mit Menschlichkeit? Aus der Schwäche der Menschen als solche. Auch die will ich jetzt gar nicht als direkte Entschuldigung dagegen stellen, sondern ich merke einfach, dass ich in bestimmten Situationen überfordert bin oder hadere und aus meiner Prägung heraus oder aus der Situation heraus anders handeln, als ich eigentlich müsste und mein Heiliger Geist mir manchmal an manchen Stellen hinterher sagt, wie gehen wir jetzt damit um? Du kannst keine Sünden vor Gott rechtfertigen. Also du bringst mich von meinem Gedanken. Okay, das war noch nicht zu Ende. Aber du hast es gesagt. Ja, du hast das so interpretiert. Du hast gesagt, die Sünden zu rechtfertigen mit der Menschlichkeit, mit der Schwäche der Menschlichkeit. Nee, ich wollte ja nicht rechtfertigen. Darum geht es ja. Okay. Jetzt hast du mich von meinen Gedanken, den ich an die Ende führen, abbrechen wollte. Ich glaube aber, dass es für mich keine Enttäuschung wäre, wenn Gott oder Jesus, wenn er dann wiederkommen würde, zu mir sagen würde, und du bist nicht derjenige, der mitmacht. Du bist nicht ausgewählt. Genau. Du bist nicht aus die Bäume. Genau. Und ich hätte trotzdem das Bewusstsein für mich, ein besseres oder ein anderes Leben geführt zu haben. Auch nicht in dieser hundertprozentigen Identität und Intensität. Und ich glaube nicht, dass Jesus mich verurteilen würde, sondern ich bin dann vielleicht nicht dafür geeignet, mitzumachen. Und trotzdem aber würde ich auf meine Kinder gucken, auf meine Gemeinde gucken, aber auf die Menschen gucken. Ich verstehe, aber du weißt, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder nach oben oder nach unten. Nein. Für mich ist der Weg auf das Ziel in dem Sinne. Wir sind eine ganz kurze Zeit hier auf der Erde. Wir haben eine unsterbliche Seele. Ja. Darum geht's da. Und die Frage ist, wo verbringt die unsterbliche Seele die Ewigkeit? Entweder im Himmel oder in der Hölle. Es gibt kein Fegefeuer, wie die katholische Kirche sagt. Da steht nichts von in der Bibel. Ja. Das ist nicht. Ja. Das heißt, es geht nur nach oben oder nach unten. Und die Ewigkeit in der Hölle,
richtiges Strecke. Den werde ich dann in Kauf nehmen müssen. Das kann ich dir nicht erzählen. Mach das nicht. Nein, deswegen bin ich ja auf dem Weg. Das ist ja gar nicht so schwierig. Ja, und deswegen sagt Jesus, er hat gesagt, er kommt wieder wie ein Dieb in der Nacht. Keiner kennt die Stunde. Ja. Das ist genauso. Viele sagen, ja, ich lasse mir noch Zeit. Ich lebe jetzt noch ein bisschen in der Welt, aber ich lasse mir noch Zeit. Und vielleicht kann ich auf dem Todesbett. Nee, dafür ist meine innere Stimme einfach zu schwach. Okay, die hörst du schon mal. Ja, ja. Schon mal so. Ja, nee, ist nicht schon mal gut. Ich glaube, bei den meisten ist das so, dass sie eine innere Stimme hören. Das ist das gewiss. Und die Kraft und weiß ich nicht, was da letztendlich vielleicht fehlt. Ja. Vielleicht auch entweder oder diesen Gedanken zu Ende zu führen. Vielleicht kann ich noch eins sagen. Du hast ein Stück weit gehadert oder du warst nicht ganz sicher, als ich dir gesagt habe, hast du dein Leben auch vollkommen Jesus übergeben. Und an der Stelle solltest du vielleicht nochmal drüber nachdenken, weil das ist der Schlüssel. Jesus macht dich rein. Die Sünde steckt in unserem Fleisch und er kann uns nur dann frei machen, wenn wir ihm vollkommen vertrauen, wenn wir ihm unser Leben vertrauen. Ja, und ich glaube, diese Vorlage ist einfach zu steil, sodass du die meisten hier, die irgendwie auf dem Weg sind, vollkommen abhängen wir. Deswegen hat Jesus gesagt, breit ist der Weg, der zum Verderben führt. Und viele, die darauf wandern. Ja, und ganz eng und steinig ist der Weg, der zum ewigen Leben führt. Und nur ganz wenige, die ihn kennen. Ja, und in dem Bewusstsein nicht. Okay, wenn Ihnen das bewusst ist, ja. Ich habe Ihnen jetzt alle, sagen wir mal, Bibelstellen genannt, die gerade mit diesem Thema beschäftigen. Ja. Lebe ich nach dem Geboten komplett, unterwerfe ich mich komplett Gott oder bleibe ich noch in der Welt? Und es gibt viele Bibelstellen, gucken wir mal rein. Ja, das ist nicht das Problem. Aber ich bin am Montag, Dienstag, bin ich wieder mit anderen Dingen beschäftigt, die mich wegnehmen von Jesus in meinem Alltag. Das ist was anderes. Wir haben alle einen Job und machen einen Job und müssen Brötchen verdienen. Das ist was anderes. Aber ich muss trotzdem auf die Gebote achten. Und ich muss meine Gebetszeit einhalten. Ich möchte eine Beziehung zu Gott haben. Okay. Und deswegen spricht Jesus ja von seiner Frau. Also die Frau ist in der Bibel das Symbol für die Kirche Jesu. Und die Kirche ist kein Gebäude, keine Religion, keine Institution, sondern das sind wir. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wir haben den Heiligen Geist bekommen. Und deshalb sagt Jesus, meine Braut muss eine Beziehung zu mir haben. Ja. Er nennt es Braut. Er nennt sie auch selbst Braut. Da gibt es Braut auch ein Recht. Also wer diese Beziehung nicht pflegt, der muss sich nicht letztendlich wundern, dass er enttäuscht wird oder sich nicht so entwickelt, die Beziehung, wie es denn sein könnte. Wenn man sich das vorstellt, also ich nehme jetzt Gott an, aber ich lasse ihn so ein bisschen beiseite. Wenn man das überträgt auf dieses Bild der Jungfrau und des Bräutigams, wie fühlt sich eine Jungfrau, eine Frau, die auf dem Bräutigam wartet? Das ist natürlich hoch erfreut und hat nur dieses eine Thema. Oder wenn ich eine neue Liebe habe, eine Frau kennenlerne, dann will ich nur mit der zusammen sein. Und das ist das, deswegen nimmt Gott oder Jesus das Bild der Frau. Auch mit der Intensität der Beziehung. Aber es ist nicht so, wenn du dich entscheidest oder taufen lässt, dass dann ein Schalter umgelegt wird. Und alles, was in deinem Kopf ist und in deinem Herzen ist, was ist da ein gewähltes Weg? Doch. Nein, so, eben. Das glaube ich auch. Ja, kann ich dir sagen, ich bin ein Lebenszeugnis. Also du bist und ich dann bin nicht der Einzige. Beschenkt. Ja. Ich kann dir sagen, ich habe 15 Jahre versucht aufzuhören zu rauchen, ich habe getrunken, ich bin feiern gegangen, ich habe Junggeselle, ich habe Frauen abgeschleppt, ja, ich habe alles das gemacht. So. Und ich wurde aber immer stark verurteilt durch mein Gewissen. So. Ich wusste immer, ich bin mit einem Bein in der Welt. Ich bin manchmal bei Gott, auf die Bibel gelesen und dann war ich wieder in der Welt. Und irgendwann wollte ich das nicht mehr. Ich habe auch Ereignisse, die mich eingestellt haben. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. Ich habe gesagt, ich gebe auf, ich übergebe dir mein Leben. Komm in mein Herz, du sollst mein Herr sein. Ja, was ist passiert? Ich sage, von heute auf morgen habe ich nicht mehr geraucht, nicht mehr getrunken, kein Filmchen, unrein Filmchen mehr angesehen, nicht mehr feiern gegangen. Ich war gewandelt. Und das ist das, was der Geist der Wahrheit macht. Er leitet uns in die Wahrheit und er wandelt uns. Wie können wir eben mehr empfangen, wenn wir uns komplett geben. Ja,
Fall, ich kann so jetzt nicht greifen, dass ich überhaupt die Vorstellung hätte, diese Entscheidung zu treffen und dann wäre es so. Aber Sie merken schon die Verurteilung, das Gewissen durch den Heiligen Geist, merken Sie schon, wenn Sie haben ja gerade gesagt. Ja, die Verurteilung, so will ich es nicht nennen. Also ich merke, das Gewissen. Es ist nicht stimmig. Das ist das Gewissen, ja. Also vom Grundsatz her habe ich da ein Gefühl für entwickelt zumindest. Und aber nur deshalb, weil ich mich überhaupt auf diesen Weg begeben habe. Ja, ja, natürlich. Ich bleib mal beim Buch. Ich kann mir sagen, je näher wir auf Gott zugehen, desto näher kommt er zu uns. Und desto stärker wird unser Gefühl. Denn Jesus hat gesagt, wenn es ihren Früchten kann er sie erkennen. Und die Früchte sind das, was wir zeigen, was wir sagen, was wir machen. Und wenn wir anderen kein gutes Vorbild sind, kein gutes Beispiel, dann begeben wir schlechte Früchte an. Ja, ich meine zu spüren, dass mein Jesus jede Menge gemacht hat. Bei Sünden bekommt man nichts. Bei Sünden hat er gar nichts zum Morgen. Nee, mach das. Also, aber mir hilft an dieser Stelle, um nochmal darüber nachgedacht. Ja, ich werde auch erinnert, beziehungsweise mit dieser Auseinandersetzung ist es für mich leichter umzugehen, als wenn jemand so dogmatisch und sofort verurteilend mich an der Stelle, eher grausam dann behandelt. Aber das ist natürlich schon so eine Art Argumentieren mit Gott, so nach dem Motto. Nein, das ist rein emotional, dass ich dann nicht. Ich möchte keinen Gott haben, der mich sofort verurteilt. Also Gott ist ja der gleiche früher, heute und alle. Aber ich glaube, er ist auch nicht so, dass er mich sofort verurteilt.